Die A3 bei Passau. Klaus-Peter Noll und Matthias Kasbauer kontrollieren heute Lkw. 5 Kilometer vor ihrem Standort auf einem Parkplatz messen Kollegen die Abstände zwischen den Lkw. Ja, jetzt schauen wir mal, einen Kollegen von der Verkehrspolizeiinspektion in Deggendorf betreiben die Messstelle. Die müssten schon bereit sein. Der Kollege von uns hat da auf dem Platz schon alles vorbereitet. Schauen wir jetzt mal rüber. Sagen wir nur schnell Hallo und dann kann es eigentlich schon losgehen. Grüß dich, Günther. Moin. Von deiner Seite alles klar? Ja, natürlich schon alles vorbereitet. Also, Parkplatz ist leer. Mit alles klar, dann sagen wir es der Messstelle, dass wir loslegen können. Okay. Kurze Zeit später messen die Kollegen den ersten Abstandsverstoß und leiten ihn weiter. So, Günther, was haben wir denn? Ja, wieder mal kroatischer Sattelzug. Das ist ein MAN mit 90 km/h und 28 Meter Abstand. 28 Meter? Ja. Okay, alles klar. Jawohl. Auf Autobahnen gilt für Lkw ein Mindestabstand von 50 Metern. Taxi. Hallo, guten Tag, dobry dan. Maske? Jawohl. Und der Motor stopp? Ja. Na, okay. Erstmal Controller. Okay. Controller Camion, Trailer. Okay. Und Controller Chauffeur, Tachograf und okay. So weiter. Erstmal komplett Dokument. Okay. Going for Serbia, Dozvola. Aha. Okay. Everything. Plomber ist nichts, oder? Plomber? Plomber? Ja, Zollplomber. Zollplomber? Ah, okay, Zollplomber. Mr. Yes. Warum? Schuhe, Socke. All driver. Oh. You know that. Ist aber schlecht. You know that, all driver. Das driving ist, like that. Das ist das Problem heute dann immer. Du hast immer feste Schuhe. Okay. Hast du Schuhe mit. I know. Mit. Hast du? Ja, ja. I have it. Dann bitte dann anziehen. Mhm. Und wenn du weiterfährst, dann mit Schuhe. Okay. 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 Weil wir haben schon viele Unfälle mit ohne Schuhe dann, okay? Okay. Gut. Okay. Sie verstehen, oder? Ja, verstehen. Okay, gut, gut. Ein Problem. Wir haben Controller, Videokontroll, Fotografie, Distanz. Distanz, LKW, LKW. Deine Distanz, 50 Meter, ist Minimum. Von LKW zu LKW. Gut. Und dein Abstand ist nur 28 Meter. Wenn du auch ohne Schuhe fährst und immer in Konvoi fahren, und du hast halt zu wenig Abstand. Okay. Das kann sehr gefährlich ausgehen, wenn die Reaktionszeit nicht mehr, du bist nicht immer in Kontrolle. I understand you. Ja, ja, ja. Okay. Und dann kann es auch zum Aufprall, zum Kontakt kommen. Ja. Genau. Und deswegen, wir kontrollieren auch Abstand. Mhm. Und bei Abstand musst du jetzt natürlich eine Strafe zahlen. Okay, okay. My fault. It is your fault, ja, genau. Okay. Gut. Dann dürfen Sie mal mitkommen. Genau. Okay. Und was haben Sie geladen im LKW? Elektrik-Zigarette. Ah, E-Zigarette. Ja, das ist. Ich habe schon gelesen. Charger vor. Okay. Zigarette. Okay. Und Maske korrekt. Ja, jetzt ist korrekt, gut. Okay, zur Zollblume können wir mal schauen. Der LKW, der eine Zollblume drauf hat, ist nicht so ohne weiteres zu öffnen, weil dann der wieder vom Zoll verschlossen werden muss. Das ist zum Teil relativ weite Anfahrt für die Kollegen vom Zoll. Gewisser Aufwand, insofern wird das wirklich nur gemacht, wenn man schon Anhaltspunkte drauf hat, dass irgendwas mit der Ladungssicherung nicht passt oder dass eventuell Flüchtlinge drauf wären oder irgendwas Besonderes ist. Okay, das ist 1941. Ich überprüfe praktisch die Plombennummer mit dem Dokument auf dem CMR, ob die übereinstimmt. Gut, das stimmt überein. Und wie gesagt, nur in speziellen Fällen können wir halt dann das aufmachen, die Plombe. Aber wie gesagt, das ist jetzt ein Transport von Deutschland nach Serbien, gell? Nach Nisch, genau. Ja, Nisch, ja. Und da hat er E-Zigaretten geladen. Ich habe Elektrik. Elektrik, ja, ja.
from GPS, I can't open the door. Nein. GPS, ich weiß schon. Ja, genau. Open. Und du hast noch eine zweite Zielnummer. Okay, gut. Habe ich gesehen. Also wir machen jetzt nicht auf. Genau. Weil if sonst. You want, I call, he open me up. Nein, machen but wir nicht you auf. Need to put me nein, ich habe kontrolliert. Okay, passt dann schon. Dann machen wir das andere. Okay, okay? Gut. Weil er zu dicht aufgefahren ist, muss der Fahrer eine Strafe bezahlen. Also insgesamt 108,50 €. It's a lot of money, but I don't pay attention between me and this truck. But because this truck is enters on the highway, you know, I. But okay. Durch die Videokamera, die Aufzeichnung, das ist eigentlich dann auszuschließen, dass dann praktisch ein LKW, wenn der einscheren würde, die würden dann praktisch die Messung dann nicht durchführen. Ja. Wird der Bereich 300 genau, 300 bis 400 Meter ist der Bereich praktisch, wo er gleichbleibender Abstand hat und wo dann ihm praktisch dann der Vorwurf dann gemacht wird. Also er kann sich nicht rausreden praktisch, dass vor ihm gerade einer eingeschert wäre. Wenn es aber so wäre, und Sie können rausnehmen, ja, genau. Dann geben die Kollegen das da schon mal gar nicht durch dann. Jetzt Ihre Dokumente nochmal. Wir sind fertig. Dann, Vorsicht, mal schnell. Ganz Reifekarte. Okay, ciao. Tschüss. Ich hoffe schon, dass er aus dem Vorfall dann gelernt hat, aber meistens ist es so, dass die dann täglich ihre Touren fahren und das dann vielleicht wieder woanders abgespeichert haben und sich denken, ich muss ja fahren und dann ist halt mal irgendwann wieder mal Abstandsfehler oder Geschwindigkeitsverstoß dann da. Also ich glaube, dass das dann beim nächsten Mal vielleicht wieder ist. So. Als nächstes filmen die Kollegen einen Sattelschlepper, der viel zu nah auffährt. Der hat 92 km/h, 18 Meter Abstand um 10.56 Uhr. Wiederhole, 92 km/h, 18 Meter Abstand um 10.56 Uhr.